Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in Herzo. Das sind unsere Themen für den Monat Juni. Ein inklusives Konzert im Jugendhaus Rabatz und ein Beitrag vom Niederndorfer Kunstmaler und Kunstschmied Bernhard Belzer. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Konzert im Jugendhaus Rabatz. Rund um den 5. Mai finden jedes Jahr bundesweit Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Heuer übrigens zum 30. Mal. Auch die Herzogenauracher Lebenshilfe beteiligt sich seit Jahren an diesem Aktionstag, meist mit Informationsständen in der Innenstadt, aber auch mit Projekten im Generationenzentrum. Nach 2 Jahren Corona-Pause lud die Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt in diesem Jahr ins Jugendhaus Rabatz ein. Konzert für alle nannten sie ihre Veranstaltung. Und da fühlten wir uns natürlich auch angesprochen. Es war einiges los im Rabatz an diesem Frühlingsabend. Draußen und vor allem drinnen. Kein Wunder, denn es wurde etwas geboten. 4 Bands traten auf. Vertreter der offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe unterstrichen ihre Forderung nach Gleichstellung und zwischendrin gab es reichlich Gelegenheit für Gespräche. Und Fabian Schnelle führte Interviews mit den Organisatoren. Frau Grubmüller, bitte erzählen Sie uns, wie kam denn das Konzert zustande und vor allem auch die Kooperation mit dem Rabatz? Mit dem Rabatz besteht eigentlich schon seit längerer Zeit eine Kooperation. Wir haben vor Corona öfter Rabatz-Disco veranstaltet mit den Menschen der Lebenshilfe. Und dann hat sich das eigentlich ergeben, dass wir einfach mal angefragt haben, wie sieht es denn aus, was habt ihr für Ideen, was könnten wir machen? Und so sind wir dann letztendlich auf diese Konzertidee gekommen. Von der Idee bis zur Durchführung so einer Veranstaltung ist es natürlich noch ein großer Schritt. Deshalb wurde die Organisation auf mehrere Schultern verteilt. Gemeinsam mit den offenen Hilfen der Lebenshilfe hier in Erlangen-Höchstadt haben wir diese Veranstaltung organisiert. Jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Und wir haben eben ein bisschen versucht, Leute mit Behinderungen und ohne Behinderungen zusammenzubringen. Das ist auch so der Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung. Zumal ja heute auch dieser aktuelle Protesttag gegen Barrieren eben ist. Das haben wir zum Anlass genommen, hier das erste Konzert zu veranstalten. Es spielt einmal 3 Bands von Gymnasium, Schülerbands, und eine Band Sleeping Anne, ist eine inklusive Band, wo eben Teilnehmerinnen mit Behinderungen und ohne Behinderung zusammenspielen. Wir haben unseren Luca Mohr, der die Moderation übernommen hat und der das auch mit mir gemeinsam dann auf der Bühne rocken wird, das Ganze. Und zum anderen haben wir super Unterstützung technischerweise auch vom Raphael Strotka, Red Audio Studios, die hier für den guten Klang sorgen und dafür sorgen, dass unsere Künstlerinnen und Künstler und die Musiker auf der Bühne zufrieden sind. Für die Unterstufenband war es der allererste gemeinsame Auftritt. Und dann gleich vor so vielen Besuchern. Das war auch für Musiklehrer Jakob Dürschinger, der sowohl die Unter- als auch die Oberstufenband betreut, ein Glücksfall. Wir wurden angefragt, ob wir musikalisch da irgendwie unterstützend tätig sein wollen. Und wir freuen uns natürlich gerade nach dieser langen Corona-Pause, dass wir jetzt auch mal wieder was irgendwo auftreten können. Und das Rabatz habe ich vor ein paar Jahren schon mal mit einer Schülerband erlebt und habe da richtig Lust drauf gehabt, jetzt mit den Bands mitzumachen. Und die Band selbst natürlich auch, wie hier die Mittelstufenband. Die durften jetzt auch länger nicht spielen. In den letzten Jahren waren Konzerte ja innen wie außerhalb der Schule Mangelware. Insofern freuen sie sich, dass sie endlich mal wieder auf einer Bühne stehen dürfen. Oh, I'm waking up.
Programm ging Schlag auf Schlag weiter. Hier bei uns mit der Oberstufenband, bei der Jakob Dürschinger am Keyboard einspringen musste. Schon erwähnt, waren auch die offenen Hilfen der Lebenshilfe an der Organisation beteiligt. Bei der Vorbereitung und auch am Abend selbst mit Moderation, Technik, Service, einem Beitrag und auch bei der Werbung. Werbung haben wir vor allem innerhalb der Lebenshilfe gemacht, aber auch mit allen möglichen Kooperationspartnern, die wir über Inklusionsprozesse hier in der Stadt Herzogenaurach schon kennen und haben. Und das Rabatt selber natürlich einfach seine guten Kanäle genutzt. Herzogenaurach weit. Den Schlussakkord des Konzerts für alle übernahmen diese 6 Musiker der Band Sleeping Ann von der inklusiven Kulturwerkstatt der Lebenshilfe Bamberg. Für alle neuen Fans der Schulbands hier noch die Namen der Bandmitglieder. Wir beginnen mit der Unterstufe. Von rechts Maika, Mia und Pia, am Schlagzeug Saskia, dann Elina und Anna-Maria und Marcel und Mila. Die Mittelstufenband von links Marvin, Magdalena und Lila, am Schlagzeug Frank, dann Quentin, Maximilian und Chiara. Die Oberstufenband von links, Leon, Jean-Henri, hinten am Schlagzeug Maximilian, dann Ivi, Kelvin und Jan. Heute möchten wir Ihnen einen Künstler vorstellen, der hier in Niederndorf seine Schmiedewerkstatt hat. Es ist Bernhard Belzer. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Kunstschmied, sondern auch ein anerkannter Kunstmaler. Anlass zu diesem Beitrag ist seine Kunstausstellung im Herzogenauracher Kunstraum. Wir haben ihn in seiner Werkstatt und in seinem Atelier besucht. Das Malen ist seine Berufung, doch das Schmieden ist sein Beruf. In den 60er Jahren wurde die Schmiedewerkstatt an der Facher Straße nach einem Neubau wieder in Betrieb genommen. Da war Bernhard Belzer 10 Jahre alt. Er half damals schon seinem Vater, dem Schmied von Niederndorf, regelmäßig in der Werkstatt. Das Schmieden war sein Leben. Und in den schwarzgerüsteten Räumen fühlte er sich zu Hause.
Hier entstanden die schönsten Schmiedekunstwerke seiner 45-jährigen Berufslaufbahn. Und der Schmied ist der Erfinder eigentlich jeden Fortschritts. Er hat für die Bauern gearbeitet, Hufbeschlag, Waffen, Schwerter, Flugscharen und danach selbst für Schmuck war der Schmied zuständig. Darum heißt er auch immer noch Goldschmied. Ja. Aber der Schmied hat selber am Brunnen gebraucht und der hat natürlich Wasser liefern müssen. Alle Modelle entwarf er selbst. Seine Auftraggeber kamen aus ganz Bayern, Baden-Württemberg und natürlich aus der nächsten Umgebung. Von seiner Schmiede aus kam der Künstler direkt in sein Atelier auf der gegenüberliegenden Straßenseite schauen. Oft wechselte er die Werkstätten, um eine neue Idee schnell mal umzusetzen. Im Atelier frönt er seiner Leidenschaft, dem Malen, die eigentlich sein Berufswunsch war. Ich habe ganz gutes Licht, da habe ich den Schirm drüber gemacht, weil sonst habe ich manchmal Gegenlicht gehabt. Und abends, wenn ich dann künstliche Beleuchtung brauche, dann muss ich auf die Staffelei da hinten gehen, dann ist das nichts so. Im Kindergarten habe ich schon gemalt. Und dann hat die Kindergartenschwester, die wir ja hatten in Niederndorf, die da so für 25 Kinder zuständig war, alleine, Spielzeug gab es wenig, haben wir auch öfter gemalt und dann hat die, meine Mutter mich mal abgeholt und dann hat die erzählt, dass die Kindergartenschwester gesagt hat, wir haben hier einen kleinen Künstler bei uns. Und dann hat meine Mutter natürlich geschmunzelt und hat es der Verwandtschaft weitererzählt und seitdem bin ich der Künstler in der Familie gewesen. Im Gegensatz zu seinem Schmiedewerkzeug ist das Malwerkzeug gering. Hier braucht er nur Farbtuben und einen Lappen. Das Wichtigste sind seine Hände, denn schon lange hat er den Pinsel aus der Hand gelegt. Er malt nur mit seinen Fingern. Neben der Schmiede hat der Künstler seit einigen Jahren eine eigene Kunstgalerie. Hier stellt er die Werke aus, die ihm sein ganzes Berufsleben beschäftigt haben. Zum einen die Schmiedekunst mit historischen Sammlungen und zum anderen die Werke aus den Schaffensjahren als Malkünstler. Also das sind verschiedene, also ich vermute, das ist mein 19. Jahrhundert und das, die anderen sind natürlich schon noch später, 20. Jahrhundert. Ein Kuhisen hatte ich bis vor kurzem auch noch nicht gesehen, habe ich auch noch bei uns entdeckt und das ist ein Ochseneisen, also alle Zugtiere, die früher verwendet wurden, bekamen Schuhe. Auf dieses Hufeisen bin ich ganz besonders stolz, weil so ein Hufeisen habe ich bis dato noch nicht gesehen. Nur einmal ein ähnliches in einem Museum, da konnte mir aber die Führerin auch nicht sagen, wie alt es ist. Und also das ist weder 19. Jahrhundert, das muss viel früher, also ich vermute mal 17., 16. Jahrhundert sein, weil da gibt es noch keine Stollen, das ist alles noch sehr primitiv und was ganz, das ganz Besondere ist, da ist noch ein Hufnagel dran, den man normalerweise nie mehr findet nach Hunderten von Jahren. Seine Aussage ist, als Kunstschmied habe ich versucht, die Welt zu verschönern. Als Kunstmaler versuche ich, meine Gedanken und Gefühlswelten sichtbar zu machen. Ja, und die konnten besser. Und ich wollte nie was abkupfern, nie. Fotografisch irgendwie. Da oben ist ein Schloss, da kommen die Schlossdamen und da kommt der Bäuerin, die begegnet denen.
Die Themen für seine Bilder flogen ihm direkt zu. Denn er hatte ja eine sehr lebhafte Kindheit gehabt. Seine Kinderjahre in der Schmiede mit der kleinen Landwirtschaft gaben viele Erlebnisse zum Verarbeiten. Kühe, Hühner und Enten auf den Teichen gehörten zum täglichen Umfeld des kleinen Schmiedebuben. Die Werke seiner Passion hat Bernhard Belzer am 30.04. im Kunstraum der Öffentlichkeit gezeigt. Die gut besuchte Ausstellung wurde von dem ersten Vorsitzenden Manfred Braun eröffnet. Ich darf Sie zuallererst sehr herzlich begrüßen. Heute haben wir, empfinde ich, eine ganz besondere Ausstellung. Die Überschrift könnte lauten Handwerk. Handwerk sichtbar machen. Die Kunst, es wird deutlich, dass die Kunst seit Jahrtausenden vom Handwerk lebt oder umgekehrt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich für den Bernhard die Laudatio halten kann, weil er so ein außergewöhnlicher Künstler, Handwerker, Mensch, Mann ist, ja, in unserer Mitte hier. Nicht so viel Lob. Bernhard Belzer, der Malerschmied, nennt er sich. Das stand ja auch schon in der Presse. Das hat er sich selber auch so genannt und er betrachtet sich auch so. Und hier gleich vorne bei der Frau Schruff ist ein Selbstbildnis, wo er sich als Schmied gemalt hat. Also er war ein Schmied, ein Kunstschmied, das gibt es ja heute fast nicht mehr, hat noch eine Schmiede als Museumsdetail in Niederndorf, in seiner Heimat. Er stellt heute eine umfangreiche Werkschau dar. Also ganz bewusst politisch, also im Vergleich mit dem, was gerade in der Ukraine abläuft. Und auch dieses menschliche Versagen, finde ich, das spricht auch aus vielen Bildern. Dieses, was den Menschen so ausmacht, dass er eben nicht perfekt ist, dass er unperfekt ist, dass er vielleicht hadert oder auch umgebracht wird oder da der Siegfried mit seinem Drachenblut badet. Aber es geht darum, höhere geistige Zuständen eine Achtsamkeit zu geben. Und das drückt er, glaube ich, aus. Er bringt eine Achtsamkeit in das Detail, was er darstellt. Da schreibt er, dass der Geburtsprozess an sich das Besondere ist. Ich meine, darüber hat, glaube ich, die Kirche noch nicht nachgedacht, dass der Geburtsprozess auch zu Jesu gehört, aber das ist jetzt Bernhard Belzer. Das Bild nennt sich die Geburt Jesu. Ich bringe es etwas drastisch natürlich auch, so wie ich eben auch male. Ich stelle die Maria kurz nach vollendeter Geburt dar, mit einer Hebamme, die es natürlich damals auch schon gab, die gerade der erschöpften Maria das Ergebnis der Geburt zeigt. Jenseits der Fotografie und keine schönen Bilder sind die Titel meiner Ausstellung. Jenseits der Fotografie deshalb, weil meine Bilder keine fotografischen Wahrheiten darstellen sollen. Keine schönen Bilder, das ist der zweite Titel. Damit stellt sich gleich eine neue Frage. Was ist schön in der bildenden Kunst? Das wiederum ist eine Frage des jeweiligen Blickwinkels. Wie ich es sehe, sehe ich es aus sicherer Warte und als harmlos an oder sehe ich es bedrohlich und gefährlich? Das ist mein neuestes, da mit dem Panzer. Und nun, das ist der Stoff, der eigentliche Stoff für meine Malerei, den ich Psychorealismus nenne. Also es ist immer noch realistisch, aber ich versuche, psychologische Gedanken hinten anzustellen oder sogar in den Vordergrund zu stellen. Deshalb male ich die Welt nur, wie ich sie sehe. Und nicht, wie man sie gerne sehen möchte. Ja.
angefangen habe ich, glaube ich, so vor 4 Jahren ungefähr. Wie viele Bilder sind das insgesamt? Also hier hängen jetzt 33, ein paar habe ich auch noch zu Hause gelassen, sonst wäre es hier zu voll geworden. Die Themen, die haben Sie schon vorher im Kopf gehabt? Das Religiöse zum Beispiel auf dieser Seite, das, mit dem habe ich mich eigentlich schon immer befasst. Und zwar ja, auf meine spezielle Art und Weise. Das mit den Nibelungen sagen, das ist mir so ganz spontan mal zufällig. Da hatte ich ein Buch von meiner Frau gefunden auf dem Dachboden. Das hatte die in ihrer Kindheit mal geschenkt bekommen. Und da habe ich mal gedacht, du schaust mal rein. Und dann habe ich das plötzlich so spannend gefunden, dass ich gedacht habe, das ist genau das, was ich eigentlich malen kann. Der Schatz der Nibelungen mit Haken von Tronje haben den Künstler fasziniert. Und dazu gehört auch Hagen von Tronje, der ja diesen Schatz im Rhein versunken hat. Jetzt haben Sie den Rhein, wie haben Sie den Rhein so gut hingekriegt und den Hagen? Ist eine Herausforderung an einen Maler natürlich, die Atmosphäre gut darzustellen. Und Wasser und Beleuchtung des Mondes, das ist faszinierend eigentlich, ne? Weil es eine gewisse Geheimnis, ein gewisses Geheimnis schon in sich trägt, das ganze Thema. Und der Maler kann das Wasser darstellen bei Mondlicht, was häufig von den Alten in anderer Art und Weise auch schon gemacht wurde. Aber mit dem Hagen in Verbindung, das war für mich halt einfach faszinierend, weil das halt auch der Bösewicht in der Nibelungensage ist. Und Bösewichte ist wie im Kino, die haben immer eine besondere Bedeutung. Ne? Die Fronleichnam-Prozession am Lohhof zeigt die aufmerksame Beobachtung in seiner Kindheit. Ich bin im Katholizismus in Niederndorf aufgewachsen. Man musste zur Kirche gehen, war dann auch Ministrant und habe das Ganze miterlebt, wie die Kirche, ja, was man machen muss. Und es hat irgendwie einen schon geprägt. Natürlich, wenn man älter wird, wird man auch kritischer. Und dann fällt einem so manches ein, wo man denkt, könnte man vielleicht in Bildern auch etwas anders darstellen. In Begleitung der Melodien der Brown Sugar Band flanierten die Besucher durch die Ausstellung. Familie Belzer ist stolz auf ihren Malerschmied. Was ich nicht erkannt habe damals, dass es auch in meinem Beruf als Kunstschmied dann ein Riesenvorteil war, dass ich räumlich denken konnte und dass ich sehr spontan was auf Papier bringen konnte, dass den Kunden das dann eben auch entsprochen hat. Ne? Nun nochmal zurück nach Niederndorf. Hier prägt die Kunst des alteingesessenen Kunstschmiedes so manches Straßenbild. Der Edelstahl, weil es immer so Edelstahl heißt. Ja, das geht kaputt. Ja, das ist nicht so edel wie das ganz normale Schmiedeeisen. Das ist leider ohne Geschichte. Aber noch hat Bernhard Belzer nicht seinen Ruhestand angetreten. Er ist in der Grundschule gefragt, denn er weiß genau, wie es damals in Niederndorf war. Da hat er viel zu erzählen. Aber man kann es auch in seinem Buch Der Malerschmied nachlesen. Und das war's auch schon wieder für diesen Monat. Schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen.